Und willkommen zurück zu Resident Evil 7. So, wir sind jetzt in einer Art Spezialeinheit. Also wir haben jetzt das Video angeschaut in der letzten Folge und sind jetzt in dem Video, also eine Art Spezialeinheit. Wir mussten die Evelyn anscheinend irgendwohin überführen ans Militär, aber es ist einiges schiefgegangen. Und jetzt, glaube ich, müssen wir sie töten. Und dafür gehen wir jetzt mal hier raus und schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Okay. Okay, schon mal hell, schon mal sehr gut. Ich mag's, wenn es hell ist. Von der anderen Seite verschlossen. Gehen wir mal hier weiter. Okay, 26, 25 Meter Kulks zeigt die Entfernung zum Ziel. Das ist Evelyn anscheinend. Okay, sie ist wieder weiter weg. Okay, ein Kraut. Okay, was müssen wir hier machen? Ne, da können wir nichts machen. Okay. Braucht man scheint irgendwie eine Schlüsselkarte oder sowas. Okay. Da von da hinten, wie haben wir gekommen? Eine Art Fahrstuhl. Ich sollte mich erst auf dem Deck umschauen, okay. Okay, von hier sind wir gekommen. Hier war jetzt keine Tür mehr, oder? Nee, okay, dann da hinten war schon noch so eine große Holztür. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Die war verschlossen. Erstmal schauen, was ist das hier? Ja, wir können da nichts reinsetzen. Schauen wir nochmal in den Raum hier rein. Okay, das ist auch verschlossen. Schauen wir trotzdem nochmal hier rein, nicht, dass wir in dem Raum noch irgendwas übersehen haben. Ich bin da zu schnell durch jetzt. Na, hier war aber nichts mehr. Okay, würde ich sagen, zurück und in die Holztür da rein, wenn die dann offen ist. Okay, die ist offen. Okay, Munition ist immer gut. Okay, hier links könnte es durchgehen. Da ist auch noch eine Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, der. Okay, Munition ist immer gut, da wenn wir nicht durchkommen, weil da eben das Zeug davor hängt. Ich sagen, wir gehen hier unten durch. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ist das Evelyn? Da ist auf jeden Fall ein Kraut im Ding. Sie übergibt sich. Oh, fuck. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Voran. Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn es so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand.
Dem stimme ich zu. Okay, wird die schon mal entriegelt. Oh, okay, das heißt jetzt, wir haben das Deck jetzt eigentlich untersucht. Wir müssten jetzt vielleicht mit dem Fahrstuhl weiterkommen. Okay, Fahrstuhl, glaube ich, war in diese Richtung. Hinaufklettern, ne? Hä? Na, das war das eine da, gell? Oh, okay. Das war Evelyn. Okay, S2 oder 2? Na, wir sind jetzt in 2, also müssen wir in S2. Okay, alles klar. Alles klar. Der Waffe fühlt man sich gleich ein bisschen sicherer. Auch wieder alles voll mit der schwarzen Scheiße da. Boah. Mein Gott, verbratzt die Munition ohne Ende dem Scheiß. Sehr gut. Munition. Boah. Alter, die halten schon ganz schön mehr, ein bisschen mehr aus jetzt. Dass wir hier rein können. Okay, ist zu. Wir haben bestimmt so eine Art Zugangskarte oder so brauchen. Oh mein Gott. Bombe mit Fernzünder? Eine Bombe mit einer Fernbedienung gezündet werden kann. Drücken Sie Viereck, um sie zu zünden. Okay, die nehme ich jetzt aber noch nicht, ja? Es kommen irgendwie so Riesen-Möpse oder so. Ich hatte mal nach. Alter.
alter Schwede. So, komm, du hast bestimmt Munition, oder? Ne, auch nicht. Sag mal, kommt hier nirgendwo rein, oder was? Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Hä? Gewebeprobe? Ich hab doch gar nichts zum Aufschmelzen. Das Gepäck finden, okay. Diese Chemikalie, nehmen wir mal mit. Das ist ja der Gepäckraum, oder? Wahrscheinlich. Mittel. Okay. Ach so, ich kann die Schlösser praktisch wegätzen, oder was? Okay, dann machen wir das nochmal. Geil. So böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt zurück mit mir zurück, okay? Du Scheiße. Okay, wo geht's hier weiter? Wo bist du, Evie? Ich kann doch nur da reingehen, die war verschlossen, oder? Oder es ging wegen der Zwischensequenz nicht? Fuck. Okay, muss ich wieder raus? Boah! Thank you.
Okay, kapiert. Ey, das mit der Uhr, das nervt. Ja, doch, ja. Oh, Munition. Munition, sehr gut. Bomben, Bomben. Ätzmittel. Ich weiß nicht, ob ich mir die Bomben aufheben muss irgendwie. Keine Ahnung. Kraut. Da brennt schon wieder alles. Okay, schauen wir, wo die lang geht. Ach. Bitch. Okay, die gehen wir auf 3 hoch. Mal, dass jetzt hier keiner runtergeflogen kommt auf einmal. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Bin wieder auf 2. Evis upstairs. Es ist runtergegangen. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Okay. Anscheinend runtergegangen. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr spannend. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge, euer Andi.